Wir müssen mal über Flatland reden. Das ist von Vile Monarch entwickelt, von Ravenscourt veröffentlicht. Die sind übrigens auch für Dice Legacy verantwortlich gewesen. Und wir haben hier einen postapokalyptischen City Builder, in dem es darum geht, um so kleine Siedlungen am Leben zu halten, logischerweise Ressourcen zu sammeln, auszubauen, Dinge zu erkunden, mehr Überlebende zu finden und so weiter und so fort. Problematisch ist, das Ding kostet 30 Euro und ich bin mir auch sicher, man kriegt hier 30 Stunden Spielspaß raus. Aber verglichen mit der Konkurrenz bietet dieses Spiel einfach nicht die Tiefe, die es könnte. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die Ansätze sind da, die Grafik gefällt mir gut, das Pacing vom Spiel gefällt mir gut. Das heißt, im Mid- und Early Game gibt es genug zu tun, es sind nicht zu krasse Herausforderungen, man ist nicht irgendwo bottlenecked, dass man jetzt unbedingt viel von einer Ressource fehlen würde. Research geht gut voran, solange man halt auch erkundet und Dinge zum Researchen findet. Diese passive Research kann man eigentlich in die Tonne kloppen, aber gut, sei es drum. Man kann die einzelnen Clans aufwerten, damit sie noch bessere Perks haben und diese Perks dann passiv auch an andere Clans weitergeben. Das Diplomatiesystem zwischen den Clans innerhalb der Kolonie ist ein bisschen weird, finde ich. Also zumindest hatte ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich meine beiden Anfangsclans sozusagen sind inkompatibel miteinander. Das heißt, ich hatte von Anfang an Spannungen drin, die sich aber auch nicht wirklich lösen ließen, bis ich dann eine Polizei gebaut habe und alles niedergeklüppelt habe. Und ich weiß nicht, das ist, muss ja nicht unbedingt die Lösung sein des ganzen Problems, ne? Deswegen, Steam-Bewertungen sind ausgeglichen. Viele Leute bemängeln das Ähnliche wie ich. Ich möchte fast behaupten, wenn ihr diesen City-Builder mal spielen wollt, dann tut es heute. Wir haben Mittwoch, den 17. Da ist es nämlich im Angebot für 50% Rabatt. Da würde ich sagen, macht es auf jeden Fall. Wenn es nicht im Angebot ist, würde ich vielleicht warten, bis es wieder ins Angebot kommt. Sind wir mal hands down. Ansonsten würde ich mir vielleicht mal bei der Konkurrenz anschauen, was da noch so geht. In dem Sinne, falls ihr einen Kommentar zu Flatland habt oder das mal gerne im Stream sehen wollt, gerne damit in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber auf. Lasst uns darüber diskutieren. Ich bin kein Riesenfan. Aber kommen auch andere City-Builder wieder. Und entsprechend würde ich sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einem weiteren 5-Minuten-Mittwoch. Bis dahin, macht's gut und haut rein.